Kraniche und nicht Störche? Kraniche war für mich auf jeden Fall so die Nummer, von der das alles so ausging, so kann man es sagen. Also ich tue mich mit Albumtiteln immer sehr schwer, ich gebe den Titel immer an dem Tag ab, an dem der Grafiker zu mir sagt, wenn du es jetzt nicht sagst, dann mache ich irgendwas alleine oder so. Und Kraniche war für mich musikalisch und auch textlich irgendwie die Mitte des Albums. Und ich fand das Wort ganz krachig, also es gibt ja so wenig Wörter, die man so selten im Leben sagt, glaube ich. Ich fand eben dieses Krach ganz gut und ich mag den Zugvogel an sich ganz gern. Auf dem Album geht es hier und da um, geht es viel darum, dass die kleinen Dinge die großen sind, also da geht es auch viel um Natursachen, Stachelbeeren zum Beispiel oder Himbeeren. Das hatte dann noch einen Pluspunkt und dann habe ich zu meinem letzten Album zwei, drei Videos in Japan gedreht. Mhm. Und ich habe mir ein Mitbringsel mitgebracht, und zwar so ein mythologisches Buch über Kraniche, was am Ende eigentlich nur heißt, dass die einem Glück bringen und vor allem Langlebigkeit. Okay. Und alles das fand ich dann so, waren so viele gute Argumente, um das so zu nennen. Du hast auch mal erwähnt, dass das Album eben oder dass der Titel eher auch so da um darum geht, Neurosen wegzustecken, beziehungsweise um Neurosen. Das hast du anscheinend einmal in einem Interview gesagt. Und jetzt meine Frage, hast du Neurosen oder wie empfindest du, was sind für dich Neurosen in dem Sinne? Naja, also ich sag mal so, Neurosen habe ich, glaube ich, wie jeder andere Mensch auch. Und es geht eben, ich glaube, es geht ziemlich viel im Leben darum, dass man irgendwie versucht auf eine, noch nicht mal versucht, sondern dass man irgendwie auf eine entspannte Art und Weise glücklich ist. Ne? Und darum geht es mir im Leben auf jeden Fall andauernd. Also es geht bei mir super viel darum, dass ich mich nicht stressen lasse, dass ich mich nicht traumatisieren lasse, dass ich mich nicht so erschrecken lasse, dass ich mir nicht so viel Sorgen mache um meine Kinder oder um meine Familie oder um meine Crew und dass man eben einfach ja, auf eine entspannte Art und Weise ein gutes Leben führen kann. Okay. Dann, das leitet mich gleich zu meiner nächsten Frage. Du hast ja eben auch gerade gesagt, dass du sehr viel Natur mit in dein Album eingebunden hast. Was bedeutet dann dahingehend Natur und Musik im Zusammenhang für dich? Also Natur und Musik hat für mich erstmal gar nicht so viel miteinander zu tun. Also ich habe mein Leben lang eigentlich immer Natur in stinkigen Proberäumen gemacht oder in komischen Hightech-Studios. Alles das geht irgendwie nicht. Und jetzt so, bei dem Album war es dann schon so, dass ich ziemlich viel draußen geschrieben habe. Das liegt aber auch daran, weil ich dann eben an so Orten geschrieben habe, wo es eben einfach immer zu warm ist, um irgendwie drin zu sitzen. Oder ist es zu warm draußen und da hat man eben drin eine Klimaanlage und hat sich dann dahin nochmal gerettet. Aber in Umbrien, wo ich jetzt diesmal aufgenommen habe, war ich eigentlich die ganze Zeit draußen. Ich glaube, das kann auch echt ein Grund sein, warum das auch so ein, warum das so sonniger geworden ist, musikalisch vor allen Dingen, gegenüber der ganzen Vorgänger-Kommune an Alben. Und ich fand diesmal die Natur irgendwie ganz gut. Ich hatte eben in Umbrien draußen so einen Tisch. Oben war dann so der Wein, der da so gewachsen ist. Und der wurde dann sogar auch noch reif in der Zeit, als ich da war. Das heißt, ich konnte original hochgreifen und mir eine Weintraube reinstecken. Und ich habe auch super oft den Rasen gemäht und so. Ich fand das alles ziemlich, ziemlich entspannt. Okay. War das dann dahingehend ein Befreiungsschlag für dich? Wenn du jetzt sagst, dieses Album ist viel fröhlicher, viel heller, viel befreiter? Na, ich fand eben Wartesaal, das ist so der Vorgänger, den fand ich schon einigermaßen düster. Wobei der auch genauso geplant war. Und dann war es für mich aber auf irgendeine Art und Weise logisch, dass ich jetzt zumindest musikalisch irgendwie wärmer wert. Okay. Und dass ich das natürlich dann, das sind ja auch alles nur Zufälle, dass ich dann in Umbrien abhänge oder in Istanbul, aber da kam dann echt noch so eins zum anderen. Und ich habe diesmal, na ich fand es diesmal dann irgendwie auch so entspannt, da so draußen zu sein, weil sonst bedeutet Studioarbeit immer, also auch wenn man in teuren Studios aufnimmt, dass man sich immer sehr auf der Pelle hängt, ja. Und eigentlich nach dem vierten Tag immer so denkt, oh Mann, ey, wenn ich jetzt nicht joggen gehe, dann hatte ich den ganzen Tag keine frische Luft und alles macht mich nur noch fertig. Und ich bin dann früher auch immer schon viel zu oft Espresso trinken gegangen, wenn die Bassdrum aufgenommen haben oder so. Und das konnte ich jetzt da so, das war da so gut, weil da war es immer nur ein Schritt und man war gleich so draußen. Das ist schön, dass du gerade sehr viel von dem Album auch erzählst. Dazu gleich meine nächste Frage. Du hast erwähnt, dass du bei diesem Album mehr Sachen, die du halt eben gemacht hast, unterschreiben würdest als bei den alten Alben. Was wäre denn das gewesen, was du bei den alten Alben nicht unterschrieben hättest? Naja, also das, es ging auf, also ich finde schon, dass es bei mir so eine Art musikalische Pubertät ist, die sich da so durchzieht. Und ich glaube, das ist normal im Leben, dass man vielleicht mit
35 Sachen anders machen würde, als man sie mit 25 gemacht hat oder so. Und man lernt nie aus, aber und trotzdem kriegt man auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge. Ja. Und ich glaube, darum geht es auch so bei der Aussage, die ich da so getroffen habe. Ich habe diesmal auf einmal versucht, und das versuche ich aber auch schon seit dem ersten Album, irgendwie meine eigene Sprache zu finden und meine eigene Sicht auf die Dinge. Und ich finde, dass es, naja, ich wollte diesmal irgendwie einfacher sein. Also ich hatte keinen Bock, mich andauernd hinter irgendwas zu verstecken, um immer irgendwem zu zeigen, wie gut ich das eigentlich kann. Das war früher super oft mein Problem, dass ich eben, dass da immer so eine Erwartungshaltung war, gar nicht von anderen, sondern einfach, dass ich eine Erwartungshaltung hatte, dass ich es allen beweisen muss, dass ich lyrisch wirklich eine Eins bin. Und diesmal wollte ich es einfach mal so sagen, wie ich das wirklich vielleicht auch meinem besten Kumpel sagen würde. Also auch sozusagen, wie du bist. Genau, genau. Das ist sehr gut, dass du sagst, also, dass du halt eben du selbst sein möchtest. Und du wurdest mal, oder ein Journalist hat mal gesagt, du bist die Weinbergschnecke der deutschen Musikindustrie. Und jetzt hast du neulich auch erwähnt, dass du jetzt in 2 Wochen mehr geschafft hast als in einem Jahr beispielsweise. Wie passt das denn eigentlich dann zusammen, wenn du eher sagst, okay, ich bin eher derjenige, der sein eigenes Ding macht und das eher langsam und ruhig angehen lässt und dann auf einmal so zack in 2 Wochen das schaffst? Also die 2 Wochen, also die Aussage, dass ich in 2 Wochen das geschafft habe, was ich sonst im halben Jahr schaffe, das ging auch damals um Umbrien. Mhm. Also es ging um die Zeit der Aufnahme, ne? Und ums Schreiben, weil das war das schon so krass, weil sich eben sonst mein Leben in Deutschland eigentlich immer so darum gedreht hat, dass ich Musik mache, dass ich aufnehme, dass ich nebenbei aber noch 1000 andere Sachen zu tun habe und noch 3 Konzerte spiele und vielleicht noch, weiß ich nicht, noch mal kurz nach Hause fahre, um das Kind in die Schule zu bringen. Und in Umrien, aber sowohl auch in Istanbul, war es so fokussiert, weil es eben um nichts anderes ging, als einmal in Istanbul darum, dass meine Frau arbeiten gegangen ist und ich mit meiner Tochter Urlaub hatte und ich wirklich schreiben konnte. Und in Umrien ging es aber darum, dass es für mich noch nicht mal eine Möglichkeit gab, weil ich hatte noch nicht mal Handyempfang. Das heißt, da habe ich in 2 Wochen das geschafft, was ich sonst in Köln oder in Berlin im halben Jahr geschafft habe. Kann man sich da nicht auch sehr verbeißen, dann, wenn man eben nur das hat, dass man unbedingt das schaffen möchte, wenn man sich dann ein Ziel gesetzt hat? Na, also für mich ist manchmal so Druck auf jeden Fall eine ganz tolle Sache und sobald es dann aber irgendwie so Überhand nimmt, dass es irgendwie nur noch aus Druck besteht, dann ist es auch nicht gut. Aber so eine Mischung aus Sachen funktionieren und man findet einen Anfang für ein Album plus so ein Endziel, dass man sagt, ich möchte es aber auch gerne im Jahr fertig haben, weil sonst kann ich eben nicht touren und sonst kann ich nicht die Festivals spielen, die ich gerne spielen würde. Das tut mir immer ganz gut. Also so, das ist immer der, dann kriege ich irgendwie Sachen fertig. Ja, du sagst gerade, Druck tut dir eigentlich auch gar nicht so schlecht. Du hast 2011 beim Bundesvision Song Contest mitgemacht und warst auch sehr erfolgreich. Inwieweit ist da für dich Wettbewerb in der Musik speziell wichtig für dich und wie empfindest du Wettbewerb? Ach, also ich mag Wettbewerb erstmal so, wenn es um Sport geht, erstmal ganz gern. Also finde ich super. Also darum geht es ja auch teilweise im Sport, dass man sich bewegt und dass man einen Wettbewerb hat. Dass man sich misst, weil sonst würden sich die anderen nicht so anstrengen. Und bei Musik machen geht das einfach nicht. Also da, da kann man, das ist ja andauernd so, als würde man Weintrauben, Birnen und Äpfel miteinander vergleichen. Ja. Ne, weil jeder ist da irgendwie so eigen. Und diese Wettbewerbe sind dann, glaube ich, immer nur so wahrscheinlich dafür gut, dass sie sich am Ende refinanzieren. Ja. Ne, dass die Leute anrufen, dass es überhaupt dann in dem Falle vom Song Contest von ProSieben getragen werden kann. Und für die Leute wahrscheinlich eher ein Anreiz, um dann zu gucken, ob dann die Band, die man toll findet, gewinnt. Für die Band selber, die da mitmachen, und so war das auch für Anna und mich in dem Falle, war das erstmal überhaupt gar nicht so relevant, sondern wir hatten einfach Bock, ein Lied live im Fernsehen zu singen, was in Deutschland eben einfach mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen absolut überhaupt nicht möglich ist. Und deswegen ist es immer noch eine tolle Bühne, weil das gucken echt ein paar Millionen und dann ist das auch gut. Also war das ein reiner Erfahrungsschatz, den du da gesammelt hast? Total, also Deichkind haben doch mal im Jahr, weiß ich nicht, 2009 oder so den letzten Platz gemacht. Und das hat ihrer Karriere wirklich nicht geschadet. Nee, das war eigentlich, glaube ich, eher gut. Also siehst du das auch eher so als Mittel zum Zweck und nicht um zu sagen, das ist jetzt mein absoluter Favorit, bei sowas mitzumachen? Ach so, also ich finde es total gut, einfach da mitzumachen. Ja. Ich weiß nicht, ich würde das auch normal machen. Hm? Ja, weil ich finde einfach, also ich finde, das ist eine gute, unpeinliche, tolle Fläche, um einfach sein Lied zu singen. Und es gibt's, wie gesagt, also außer Ina Müller fällt mir jetzt gerade fast niemand ein. Da gibst du mir eine ganz gute Überleitung, wenn du sagst, dass man eben da einfach mitmacht, um auch so einen Karrierekick im Prinzip jetzt, wenn man es überspitzt sieht, zu bekommen. Du hast mal gesagt, es ist, also das hast du mit 14, glaube ich, gesagt, es ist besser auszubrennen, als zu verblassen.
Würdest du das heute auch noch so unterschreiben oder ist das ja noch dein jetziges Motto? Oder würdest du sagen, ich revidiere das alles und jetzt lebe ich nach einem ganz anderen Motto? Also in dem Lied Schönste Zeit, ne, da geht es eben um den Pathos der Pubertät. Ja. Und ich bin eben so unpathetisch, also auch schon seit Jahren. Ich bin da einigermaßen schnell rausgefallen. Aber ich meine, also das Sätzchen kommt ja von Neil Young und der hat eigentlich immer recht. Aber mir geht das so zu weit. Mir ist das so zu unentspannt, das diese ist Aussage. So psychologisiert, glaube ich. Ich finde die Aussage einfach so ein bisschen zu. Die ist mir so ein bisschen zu krass. Die ist sehr krass. Ich sehe das Leben irgendwie lockerer. Ja, es ist sehr. Das ist das eine Extrem oder das andere. Und immer genau. Und mit dem Hintergrund auf Erfolg. Ja, ja. Also ich glaube eben, dass es manchmal schon schwarz-weiß im Leben gibt, ne? Aber eigentlich ist es immer grau. Im besten Falle noch mit einer Farbe. Aber es ist immer, ja, oder bunt. Also es ist aber immer eine Mischung, ne? Und ich würde das heute, glaube ich, alles nicht mehr so unterschreiben. Ich denke, du hast ja auch Erfahrungen gesammelt, vor allem eben musikalisch, und das lehrt dich ja dann auch eben, dass es nicht nur schwarz-weiß gibt und dass es eben auch das Mittelmaß gibt, eben wie du gerade erwähnt hast mit dem Bundesvision Song Contest. Genau, ja, wahrscheinlich wäre der Satz da besser gewesen, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Ja, genau. Die alte Schweinetour. Genau. Wenn du jetzt nochmal 17 wärst, was würdest du jetzt deinem 17-jährigen Ich raten? Nichts. Keine Tipps an Pubertierende. Keine Tipps an Pubertierende? Nee, also ich finde so die, also na klar hat man die Möglichkeit, wenn man, ich habe eine Nichte, die jetzt auch gerade so alt ist, ne? Und ich hüte mich immer davor, der so Tipps zu geben, dann gehe ich ihr lieber mal, weiß ich nicht, zwei coole Sommerkleider kaufen. Hm. Ich finde die irgendwie, glaube ich, besser und ist besser für die, als wenn ich dir Tipps gebe. Ja. Weil ich finde, das Leben ist nicht dafür da, dass man immer nur Tipps kriegt. Ja. Ab so einem gewissen Alter oder wenn man mal wirklich Blödsinn macht oder wenn man sich total verrennt, und in so einem Alter ist es ja so, dass es da oft so in Sachen Liebe dann darum geht, dass man dann schon so als vielleicht 35- oder 33-Jähriger dann schon nochmal sagen kann, dass jetzt alles wirklich halb so schlimm ist. Aber auch sonst halte ich mich da sehr zurück und ich würde das alles jetzt gern nochmal genauso machen. Deswegen würde ich mir auch keinen Tipp geben. Das heißt, warst du damals auch sehr kritik- und tippresistent? Mit 17 oder mit 14, 15, 16? Ja, glaube ich schon, aber es kam auch immer so ein bisschen auf die Person an. Okay. Also ich habe schon einen älteren Bruder, der einfach auch immer so gut war, also mit dem ich auch immer so gut war, der hat das dann, glaube ich, schon ganz gut in der Hand gehabt. Okay, dann kommen wir jetzt zu unserer vorletzten Frage, wenn du das schon ein bisschen beantworten kannst. Was erwartet denn deine Fans oder uns 2013, 2014? Also 2013 kann ich schon mal ganz genau sagen, das ist so, dass wir jetzt bis Mitte Mai noch unterwegs sind, noch ein bisschen Österreich-Schweiz, dann geht es eigentlich Ende Mai auch schon los mit den ersten Festivals. Die gehen dann so bis September und dann geht es im Oktober schon wieder los mit der Herbsttour. Ich wünsche euch gutes Wetter bei den Festivals. Na, dankeschön. Hoffen wir es, obwohl im Schlamm macht es ja auch Spaß. Ja, also im letzten Jahr hatten wir eigentlich fast nur Regen. Ja, tatsächlich. Oder also 60 Grad. Auch hier in München, Münchner Umland-Southside, das war alles voll verregnet. Aber ich glaube, das ist auch dieser Flair, den das Festival einfach ausmacht. Wobei wir auf dem Southside auch gespielt haben und da hatten wir, glaube ich, sogar okay Wolken. Aber kein Regen. Da ist der Sommer auf den Samstag gefallen, sozusagen. Richtig. Zum Abschluss noch ein kleines Spiel, ein Entweder-Oder-Spiel. Ich sage zum Beispiel nur das Nutella oder die Nutella und du antwortest mit einem. Meer oder Berge? Meer. Studio oder Bühne? Bühne. München oder Berlin? München. In der Tat. Okay. Ja, wirklich. Ich bin mit Berlin so einigermaßen durch, aber ich habe da auch gewohnt. Ich habe aber auch mal ein Jahr in München gewohnt, muss ich sagen. Und ich finde, ich glaube, früher hätte ich immer gesagt Berlin, aber jetzt würde ich, glaube ich, nach München gehen. Ja, vielleicht ist das so, wenn man mehr Erfahrung hat. Ich glaube, Berlin ist erstmal so eine erste Erfahrungsquelle, dass man erstmal die große, weite Stadt erleben will. Ja, ja, genau. Aber damit bin ich irgendwie durch. Und ich würde mich jetzt, also ich finde München um einiges gemütlicher, aber auch schöner. Ja, definitiv. Es ist einfach architektonisch viel schöner. Und ja, im Sommer ist es grüner. Genau. Und es gibt eben noch echte Bäcker und nicht nur Backshops. Und so, da fängt man ja irgendwann auch an. Ich meine, das war früher für mich auch immer schon das Argument, war eigentlich immer der Metzger bei meiner damaligen Freundin gegenüber, okay, wo ich so gesagt habe, ey, du bist fast hier mein Fixpunkt. Eigentlich der Hauptgrund, warum ich hier so gerne abhänge. Okay. Internet oder TV? Internet. Und zum Abschluss Goethe oder Schiller? Kannst auch wieder noch antworten. Da würde ich sagen Schiller. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke auch.